Herzlich willkommen bei Flofunk TV2 in der Reihe auf ein Wort zur weltweiten Corona-Pandemie 2020, 21, 22, 23 und ein anderer Blick darauf. Aktuelles in der heutigen Ausgabe: Ein kleines US-Richterlein untersagt dem US-Präsidenten, der Regierung und Behörden, Social Media anzuweisen, Einträge oder ganze Konten zu sperren oder zu entfernen. Und ein geteiltes Presseecho. Tja, um dieses Dokument geht es, eingereicht und registriert am 4. Juli 2023. Am Independence Day, dem höchsten nationalen Feiertag der USA, am 4. Juli. Normalerweise wird ja da nicht gearbeitet in die Verwaltung. Ich weiß auch nicht, wieso es nun dieses Datum gefunden hat. Es ist vielleicht ein bisschen Symbolik in diesem Ding. Worum es geht's? Ja, United States District Court, Western District of Louisiana, Monroe Division, gegen State of Missouri, State of Missouri gegen Joseph R. Biden. Macht mir ja auch nicht jeden Tag sowas zu verlesen, also US-Präsident. Und es geht um das Memorandum Ruling on Request for Preliminary Injunction. Also gut, jetzt mal langsam. US-Gericht erlässt einstweilige Verfügung, die der Regierung und vielen Ministerien und Bundesbehörden untersagt, die Sozialmedien, also Google, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok und so weiter, anzuweisen, Inhalte zu löschen oder zu sperren, welche nicht auf der Linie der verordneten Corona-Politik liegen, sondern diese sogar kritisieren. Tja, warum ist das so wichtig? Na darum, die Lage war ernst. Regierungen, ganz überwiegend in reichen Ländern der westlichen Welt, aber auch in China, warnten die Menschen vor einem neuartigen und gefährlichen Virus, von dem man wohl aber noch nichts Genaueres wusste. Überall beschlossen sie völlig neuartige Regeln, also Abstand halten, Hygiene und so, Atemmasken und Maßnahmen, zum Beispiel PCR-Tests, um Fallzahlen und Inzidenzen zu haben, die den Infektionsverlauf dokumentieren sollten. Unterlegt wurden diese Vorgänge durch eine dauerhafte Medienbegleitung, die Bilder, Filme und Reportagen über erschreckende Zustände in völlig überlasteten Intensivstationen auf der ganzen Welt im 24-7-Modus zeigten. Besonders in Europa lösten die Bilder von Särgen in Bergamo Angst und Schrecken aus, während man gleichzeitig und völlig verständnislos nach Schweden blickte, wo der oberste Gesundheitsbeamter praktisch kaum etwas Ähnliches dort unternahm. Unverantwortlich hörte man oft dazu, denn wir waren im Krieg. Den ersten Aufschlag, der um die Welt ging, machte Frankreichs Staatspräsident Macron am 16. März 2020 in einer TV-Ansprache. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Zwei Tage danach, die Bundeskanzlerin nahm andere Bilder. Es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Deswegen bitte ich Sie, glauben Sie keinen Gerüchten,
sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer auch in viele Sprachen übersetzen lassen. Wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht von Zwang, sondern von geteiltem Wissen und Mitwirkung. Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen. Eine Rede ans Volk? Ja, auch. Aber besonders eine Anweisung an alle Führungsetagen in den Ministerien und Behörden des Bundes, der Länder und Kommunen. Eine Rede ans Volk? Ja, auch, aber besonders eine Botschaft an die deutsche Richterschaft. Eine Rede ans Volk? Ja, auch, aber besonders eine Ansage an die deutsche Polizei. Eine Rede ans Volk? Ja, auch, aber besonders eine Botschaft an die deutsche Ärzteschaft. Eine Rede ans Volk? Ja, auch, aber besonders eine Botschaft an die deutsche Wirtschaft. Eine Rede ans Volk? Ja, auch, aber besonders eine Botschaft an die deutsche Kultur- und Medienlandschaft. Denn welche Intendanz, welcher Programmbeirat, welche Chefredaktion, welcher Zeitungsverlag oder welche Freien der schreibenden und funkenden Zunft hätten es gewagt, dieser vorgegebenen Direktive nicht Folge zu leisten? Denn wer aus der Reihe tanzte, gut, auf dieses Buch muss ich, glaube ich, überhaupt nicht mehr hinweisen, das kennt jeder. Aber hier ging es nur um verbale Beleidigungen, Diffamierungen, Disqualifizierung, Diskriminierung und Beschimpfungen durch einen Bundespräsidenten, Parteigrößen, Medienleuten, Künstlern. Aber das sollte nicht reichen. Lehr- und Auftrittsverbote, Strafanzeigen, Hausdurchsuchungen, mehrmonatige U-Haften, Buß- und Ordnungsgeldern und so weiter. Solche staatlichen Übergriffe sollten eines erreichen. Genau, Einschüchterung. Ganz nebenbei, und wie kamen eigentlich die armen Länder der Welt vergleichsweise durch diese von der WHO ausgerufene Pandemie, die keine Mittel hatten für Hygiene, Tests und Impfstoffe? Berichte dazu? Fehlanzeige. Auch nichts mehr zu Schweden. Tja, und dieser Artikel gab Anstoß zu diesem Beitrag hier. Sonne und solche Fake News erschienen bei Corona-Docs und die Autoren oder der Autor Iller, wer dahinter steckt, keine Ahnung. Überschrift, ein Taz-Meldung, ein Taz-Bericht. US-Bundesrichter schützt Fake News. So. Erstmal zu Corona-Docs, also aus meiner Sicht der beste Blog zum Corona-Projekt. Ich verfolge von Anfang an, von April 2020, sehr guter Aufbau, fantastisches Archiv, hervorragende Informationen, zuverlässige Quellenarbeit, wertvolle Sachbeiträge und Kommentare bei großzügiger Freischaltungslinie und auch mit teils kritischen Anmerkungen des Herausgebers. Also ich sag's mal persönlich, einfach ausgezeichnet. Gehört zur Tageslektüre. So, ja, die Autoren oder der Autor Iller, wie gesagt, aufmerksam geworden bin ich vor 2 Jahren durch dieses Büchlein, verfasst von Iller, das PCR-Desaster zur Genese und Evolution des Drosten-Tests. Und Iller schreibt, obiger Ausschnitt stammt aus der Taz vom 5. Juli, die unter diesem Titel schreibt, neben den beiden Staatsanwälten hatten sich noch prominente Anti-Impfaktivisten und eine rechte Medienplattform der Klage angeschlossen. Wir gehen auf diesen Taz-Artikel noch genauer ein. Also es geht um den Entscheid vom 4. Juli, genauer um das Memorandum zur Entscheidung über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung des State of Missouri et al. Versus Joseph Biden vor dem United District Court Western District of Louisiana Monroe Division und um die Meinungsfreiheit. Ja, und das ist der Taz-Artikel, den Ella hier angesprochen hat. US-Bundesrichter schützt Fake News. Per einstweiliger Anordnung verbietet ein konservativer US-Bundesrichter der Regierung, soziale Netzwerke zur Löschung von Falschmeldungen zu drängen. Der Autor Bernd Pickert, Auslandsredakteur. Nun zum Text dieses Artikels. Verbreiter,
Innen von Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken in den USA haben einen bedeutsamen juristischen Etappensieg errungen. Am Dienstag verbot ein US-Bundesrichter in Louisiana per einstweiliger Anordnung dem Weißen Haus und Dutzenden von Regierungsbehörden, bei den Netzplattformen auf die Löschung oder auch nur Markierung von Beiträgen zu drängen, Zitat, die nach dem Grundsatz der Meinungsfreiheit geschützt sind, Zitat Ende. Ausgangspunkt der Klage, schreibt der Taz-Autor, die beiden republikanischen Generalsekretäre der Bundesstaaten Louisiana und Missouri eingebracht hatten, waren zunächst Bestrebungen der Regierungsbehörden, gegen Falschmeldungen bezüglich der Corona-Pandemie vorzugehen. Da ging es um Übertreibungen angeblicher Gefahren der Impfung bis zur Theorie, mit den Impfstoffen würden Nanochips eingepflanzt, um die Bevölkerung zu kontrollieren. So, und was macht der Journalist da? Er manipuliert oder ist zumindest voreingenommen. Wenn 90% der Meinungen, Argumente und Kommentare in den sozialen Medien der verordneten Linie nicht entsprechen, die aber absolut seriös sind und inhaltlich nicht widerlegbar, in diesen Fällen oft von anerkannten und renommierten Wissenschaftlern, Medizinern, auch Nobelpreisträgern auf genau diesen Forschungsfeldern, dann wählt man als Beleg für das eigene Narrativ, heißt es ja so schön, Texte aus, die randständig sind, ganz offensichtlich daneben liegen oder übertreiben, aber nicht repräsentativ sind. Es reicht nur ein schlechter Tropfen, um klares Wasser einzutrüben. Ja, zu den Twitter-Files habe ich im Februar auch einen Beitrag gemacht. Das könnte man sich nochmal anschauen. Das war im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Twitter-Files durch Elon Musk. Da hat er ja einige Rechercheure beauftragt, da mal genauer hinzugucken. Und das bezieht sich natürlich auch auf diese Entscheidung hier. Ja, weiter im Text. Die Debatte über eine Verantwortung der Netzbetreiber verschärfte sich nach dem Sturm von Trump-AnhängerInnen aufs Kapitol in Washington am 6. Januar 2021, nachdem der abgewählte Präsident über Monate auf Twitter die Lüge von gefälschten Wahlen verbreitet hatte und schließlich auf der Plattform gesperrt wurde, bis der neue Besitzer Elon Musk Trumps Account wieder freigab. Also, wie? Was will er uns damit sagen, der Autor? Social-Media-Überwachung erst ab Januar 21 nach diesem Kapitolansturm? Also, schon bei der Übung Event 201 im Oktober 2019 ging es auch und besonders um die Kontrolle der Social Media. Das ist die Übung. Das war der Plan eines Spiels. Und als ich das im März 2020 zum ersten Mal sah, diese 3 Stunden, das Planspiel wurde live übertragen und war natürlich auch noch abrufbar über YouTube. Als ich das gesehen habe, da konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass das im Prinzip schon real war, was wir da als Übung sahen. Das war der Plan eines Spiels, aus dem es bald ernst werden soll. Und jetzt hören wir mal, was Matthew Harrington, Global Chief Operations Manager von Edelmann. Edelmann wird bezeichnet als die umsatzstärkste oder einflussreichste PR-Agentur weltweit. Ich kann das jetzt nicht überprüfen, aber es gibt verschiedene Quellen, die also Edelmann als ziemlich einflussreiche, auch in der Politik sehr einflussreiche PR-Agentur bezeichnet. So, das sagte Matthew Harrington anlässlich dieser Übung im Oktober 2019. Ich würde die Leitungsebene von Unternehmen mit den weltweit führenden Arbeitgeberorganisationen zusammenführen. Und ich denke auch, dass wir an einem Punkt sind, wo die Social-Media-Plattformen rauskommen sollten und erkennen müssen, dass sie nicht mehr einfach behaupten können, sie seien ja nur Technologieplattformen.
Also das ist vorbei. Sie sind in der Pflicht, als aktive Teilnehmer für die Verbreitung korrekter Informationen zu sorgen, mit der Wissenschaft, mit den Gesundheitsstellen dafür, als Gegengewicht, wenn nicht sogar mit genaueren Informationen, den Raum zu überfluten. Denn eins ist klar, wir werden Genie nicht mehr zurück in die Flasche der Desinformation kriegen. Das ist unmöglich. Und weiter im Text: Die einstweilige Anordnung ist noch keine abschließende Entscheidung. Beweisaufnahme und Verfahren haben bislang gar nicht stattgefunden. Zur Begründung der Anordnung sagte der 2017 von Trump eingesetzte Bundesrichter Terry A. Doughty, Doughty übrigens im Deutschen übertragen heißt tapfer, beherzt und tüchtig. Also Zitat des Richters: Wenn die von den Klägern vorgebrachten Anschuldigungen wahr sind, dann stellt dieser Fall den massivsten Eingriff auf die Meinungsfreiheit in der Geschichte der Vereinigten Staaten dar. Die Kläger haben Aussicht auf Erfolg beim Nachweis, dass die Regierung ihre Macht genutzt hat, um die Opposition mundtot zu machen. Zitat Ende. Neben den beiden Staatsanwälten, so der Redakteur weiter, der Taz-Redakteur, hatten sich noch prominente Anti-ImpfaktivistInnen und eine rechte Medienplattform der Klage angeschlossen. Sie spiegeln republikanisches Gejammer über angebliche Zensur und entsprechende Verschwörungsmythen. So, da ist ja nun der Ton gesetzt. Zitat: Der Deep State hat den Samen von Unterdrückung und Zensur eingepflanzt, aber er wurde gedüngt und wuchs schnell, als Joe Biden ins Amt kam, sagte Missouris Generalstaatsanwalt Andrew Bailey in einem Interview der Washington Post. Die Anordnung gegen die Regierungsbehörden bleibt bestehen, bis entweder Richter Doughty selbst oder eine übergeordnete Instanz sie aufhebt. Eine Beweisaufnahme, heißt es in der Anordnung, sei derzeit nicht notwendig. Somit schließt der Text dieses Taz-Artikels des Auslandsredakteurs Bernd Pickert. Ich kann es mir nicht verkneifen, die Taz hat auch einmal einen Aufruf geschaltet zu mehr Abonnenten und schreibt da tatsächlich: Wir begreifen Journalismus nicht nur als Produkt, sondern auch als öffentliches Gut. Unsere Artikel sollen möglichst viele Menschen zugutekommen. Mit unserer Berichterstattung versuchen wir das zu tun, was wir können. Guten, engagierten Journalismus. Alle Schwerpunkte, Berichte und Hintergründe stellen wir dabei frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade jetzt müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. So, bei dem Begriff Einordnung, da gehe ich schon mal ein bisschen hoch. Kommentare, Meinungen? Könnte man ja auch sagen, nein, Einordnung, wir sorgen für Ordnung, damit sie das denken sollen. Ja, bei dem Einordnen ist ein Reizwort für mich. Gut, und Illa schreibt in ihrem Corodoc-Beitrag weiter: So eine und solche Facts. Eingeleitet wurde die Urteilsbegründung mit dem Zitat: Ich mag missbilligen, was Sie sagen, aber ich würde bis zum Tod Ihr Recht, es zu sagen, verteidigen. Ein Zitat von Evelyn Beatrice Hall, englische Schriftstellerin, berühmt für ihre Biografie von Voltaire, The Friends of Voltaire. Darum wird dieses Zitat oft auch Voltaire zugeschrieben, ist es aber nicht, ist von Evelyn Beatrice Hall, die gelebt hat von 1868 bis 1956. So, und weiter dann, Zitat in dieser Urteilsbegründung: Die Kläger haben umfangreiche Beweise zur Untermauerung ihrer Behauptungen vorgelegt, dass sie Opfer einer weitreichenden und weit verbreiteten Zensurkampagne waren. Das Gericht ist der Ansicht, dass sie mit ihrer Klage gegen die Beklagten wegen Verletzung der Meinungsfreiheit nach dem ersten Verfassungszusatz in der Sache wahrscheinlich Erfolg haben werden. Daher sollte sofort eine einstweilige Verfügung gegen die Beklagten erlassen werden, wie hierin dargelegt. Der Antrag der Kläger auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird teilweise zugelassen und teilweise abgelehnt. Der Antrag der Kläger auf Zertifizierung dieser Angelegenheit als Sammelklage wird abgelehnt. Ja, und Illa fährt fort: Weitaus informativer und sachlicher als die Taz berichtete der britische Telegraph. Text: In einem am Dienstag erlassenen Urteil unterstützte Terry Doughty,
ein Richter am Bezirksgericht Louisiana Behauptungen, dass die Regierung des US-Präsidenten einen wörtlich massiven Versuch unternommen habe, Amerikaner daran zu hindern, die Wirksamkeit von Impfstoffen online in Frage zu stellen. Er erließ außerdem ein vorübergehendes Verbot für Bundesbeamte und Behörden, sich mit Führungskräften von Social-Media-Unternehmen zu treffen, um durch den ersten Verfassungszusatz geschützte Äußerungen zu entfernen. Zitat: Während der Covid-19-Pandemie, einer Zeit, die vielleicht am besten durch weit verbreitete Zweifel und Unsicherheit gekennzeichnet ist, scheint die Regierung der Vereinigten Staaten eine Rolle übernommen zu haben, die einem Orwellschen Ministerium für Wahrheit ähnelt, schrieb der Richter, der vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump ernannt worden war, in seiner 155-seitigen Stellungnahme. Staatsanwälte in den republikanischen Bundesstaaten Louisiana und Missouri brachten Klage ein und warfen der Bundesregierung vor, an einem, Zitat, Zensurunternehmen beteiligt zu sein, schreibt The Telegraph weiter. Sie behaupteten, die beiden Regierung habe gegen den ersten Verfassungszusatz verstoßen, indem sie versucht habe, Nutzer sozialer Medien daran zu hindern, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung auszuüben. Tausende von Kommunikationen zwischen Regierungsbeamten und Technologieunternehmen während der Pandemie wurden gesammelt und im Gerichtsverfahren präsentiert, das aus Missouri gegen Biden bekannt ist. In seinem Urteil sagte Richter Doughty, dass die Generalstaatsanwälte von Louisiana und Missouri Beweise für massive Anstrengungen der Angeklagten vom Weißen Haus bis hin zu Bundesbehörden vorgelegt hätten, Äußerungen aufgrund ihres Inhalts zu unterdrücken. Zitat Ende. Republikaner haben der beiden Regierung häufig vorgeworfen, sie habe Technologieunternehmen schwer bewaffnet, um während der Pandemie die Debatte zum Erliegen zu bringen. Die einstweilige Verfügung von Richter Doughty verbietet Regierungsbehörden, Social-Media-Unternehmen zu kontaktieren, Zitat wörtlich, um die Entfernung, Löschung, Unterdrückung oder Reduzierung von Inhalten, die geschützte freie Meinungsäußerungen enthalten, zu drängen, zu ermutigen, unter Druck zu setzen oder in irgendeiner Weise zu veranlassen. Zitat Ende. Und der Telegraph schreibt weiter: Es könne immer noch Kommunikation geben, wenn die Regierung Warnungen vor einer nationalen Sicherheit oder einer kriminellen Bedrohung aussprechen müsse, urteilte er. Social Media und andere Technologieunternehmen haben in der Vergangenheit regelmäßig mit der Regierung kommuniziert, auch während Wahlen und der Pandemie. Im Juli 2021 behauptete Mr. Biden, Facebook würde durch die Verbreitung von Fehlinformationen über Coronavirus-Impfstoffe Menschen töten, wörtlich. Zu den in dem Fall vorgelegten Beweisen gehört eine E-Mail, die Rob Flaherty, der Direktor der für digitale Strategie des Weißen Hauses, im April 2020 an Google-Offizielle schickte. Darin schrieb Herr Flaherty, dass YouTube die Menschen zum Zögern gegenüber Impfstoffen treibt. Er sagte, die Besorgnis darüber werde auf der höchsten, und ich meine höchsten Ebene des Weißen Hauses, also Zitat Herr Flaherty, diese Besorgnis wird geteilt. Mr. Flaherty forderte in seiner E-Mail einen vertrauensvollen Dialog, einen Good Faith Dialog zwischen Google und dem Weißen Haus, der Treffen alle 2 Wochen umfassen würde. Soweit dieser Bericht von Londoner Telegraph. Und Iller geht weiter und bezieht sich auf einen Bericht der New York Times. Weitaus unseriöser als der Telegraph, berichtete wiederum die New York Times, die sich auf Taz-Niveau begab. Die New York Times, der Text. Der Fall ist ein Brennpunkt in den umfassenderen Bemühungen der Konservativen zu dokumentieren, was ihrer Meinung nach eine liberale Verschwörung von Demokraten und Führungskräften von Technologieunternehmen ist, um ihre Ansichten zum Schweigen zu bringen. Es greift die Wut der Rechten darüber auf, wie Social-Media-Unternehmen Geschichten über die Ursprünge von Covid, die Wahl 2020 und Hunter Biden, den Sohn des Präsidenten, behandelt haben. Die Maßnahmen der Regierung im Kern des Verfahrens waren größtenteils als Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit gedacht.
Aber die Anordnung vom Dienstag betrachtete das Thema stattdessen durch den Filter parteiischer Kulturkriege und fragte, ob die Regierung gegen den ersten Verfassungszusatz verstoßen habe, indem sie den Social-Media-Unternehmen unrechtmäßig damit gedroht habe, Äußerungen zu zensieren, die die Regierung von Mr. Biden als geschmacklos und potenziell schädlich für die Öffentlichkeit empfand. Der Fall wurde von 2 republikanischen Generalstaatsanwälten und 5 Personen eingereicht, die sich gegen Masken engagierten, argumentierten, dass Impfstoffe nicht wirkten, sich gegen Lockdowns aussprachen und Medikamente förderten, die medizinische Experten als unwirksam anprangerten, wie Ivermectin und Hydrochloroquin, schreibt die New York Times weiter. Und es wird von Richter Terry Doughty beaufsichtigt, der von Präsident Donald Trump ernannt wurde und zuvor wenig Skepsis gegenüber entlarvten Behauptungen von Impfskeptikern geäußert hat. In einem früheren Fall akzeptierte Richter Doughty die Behauptung, dass Covid-19-Impfstoffe die Übertragung der Krankheit nicht verhindern, als Tatsache. Er entschied letztes Jahr gegen die Impfpflicht der beiden Regierungen für Head Start-Vorschulprogramme und sagte, dass, Zitat, die Freiheitsinteressen von Personen, die zur Einnahme des Covid-19-Impfstoffes verpflichtet sind, über alle Interessen hinausgehen, die den obligatorischen Verabreichungen von Impfstoff entstehen. Zitat Ende. New York Times weiter. Beamte des Weißen Hauses verpflichteten sich, sich an die einstweilige Verfügung des Richters zu halten, die so lange in Kraft bleibt, bis der Fall voranschreitet, es sei denn, ein höheres Gericht hebt die Anordnung auf. Zitat, aber wir werden uns nicht dafür entschuldigen, dass wir verantwortungsvolles Handeln zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit fördern, wenn wir mit Herausforderungen wie einer tödlichen Pandemie oder ausländischen Angriffen auf unsere Wahlen konfrontiert werden, sagte Sharon Yang, eine Sprecherin des Weißen Hauses. Zitat, wir werden uns auch nicht dafür entschuldigen, dass wir glauben, dass Social-Media-Plattformen eine Verantwortung, eine entscheidende Verantwortung haben, die Auswirkungen ihrer Plattform auf das amerikanische Volk zu berücksichtigen. Zitat Ende. Die enorme Tragweite des Urteils könnte es für die Verwaltung schwierig machen, dem Urteil nachzukommen, sagten mehrere Rechtsexperten. Soweit die New York Times und dann die Washington Post. Neben der Ankündigung des Rechtsbruchs wurden inzwischen Rechtsmittel gegen den Entscheid vorgelegt und eingelegt, doch einstweilen bleibt es in Kraft. Und Iller von Corodoc führt auch einen Artikel an der Washington Post. Neben der Ankündigung des Rechtsbruchs wurden inzwischen Rechtsmittel gegen den Entscheid eingelegt, doch einstweilen bleibt er in Kraft. Und die Wirkung trat im Außenministerium, das zu den Beklagten gehört, laut Washington Post sofort ein. Sie schreibt, einen Tag nachdem ein Bundesrichter aus Louisiana Beschränkungen für die Kommunikation der beiden Regierungen mit Technologiefirmen festgelegt hatte, sagte das Außenministerium am Mittwoch sein reguläres Treffen mit Facebook-Vertretern ab, um Wahlvorbereitungen für 2024 und Hacking-Drohungen zu besprechen, so eine Person im Unternehmen. Der Schritt erfolgte Stunden bevor Bidens Justizministerium eine Mitteilung einreichte, dass es gegen das Urteil Berufung einlegen werde. Beamte des Außenministeriums teilten Facebook mit, dass alle zukünftigen Treffen, die monatlich stattgefunden hätten, Zitat, bis zu weiteren Leitlinien abgesagt worden seien. Wörtlich, sagte die Person, die unter der Bedingung der Anonymität sprach, um die Arbeitsbeziehungen zu wahren. Vertreter von Google, dem Eigentümer von YouTube und andere Social-Media-Unternehmen reagierten nicht sofort. Das Urteil wird zwar Websites wie Facebook, Instagram, YouTube oder TikTok nicht davon abhalten, Online-Inhalte zu moderieren, führt jedoch dazu, dass Beamte und Behörden der Bundesregierung, die zu wichtigen Mitwirkungen dieser Bemühungen geworden sind, außen vor bleiben. Und Iller schließt ihren Beitrag, die anderen Beklagten dürften sich entsprechend verhalten. Das alles betrifft nicht nur die USA, sondern weltweit jeden, dem auf YouTube ein Video oder ein Facebook-Posting vorenthalten wird, weil in Washington die Meinung herrscht, die Regierten sollten möglichst wenig über die Impfung wissen,
die ihnen ihre Regierung aufzwingen will. So, und bei jedem Beitrag von Coronadox gibt es auch eine wunderbare Kommentarleiste, hatte ich schon vorhin erwähnt. Ich greife mal zwei Bemerkungen heraus. Ein Schreiber sagt hier, King Nothing heißt er, er zitiert nochmal, in einem früheren Fall akzeptierte Richter Dorty die Behauptung, dass, Zitat, Covid-19-Impfstoffe die Übertragung der Krankheit nicht verhindern als Tatsache. Zitat Ende. Kommentar, unfassbar. Ein Richter, der eine Behauptung als Tatsache akzeptiert, die eine Tatsache ist, das muss ein Richter sein. Oder was soll dieser Satz bezwecken? Soll hier etwa immer noch der Eindruck erweckt werden, es handele sich um einen Verschwörungsmythos, wenn jemand behauptet, dass die Impfstoffe die Übertragung nicht verhindern? Und ein weiterer Kommentator geht darauf ein, exakt mein Gedanke, leider ist zu befürchten, dass gar nicht mal wenige Leser der New York Times das genauso verstehen. Man muss sich wirklich fragen, woher die Redakteure ihre Informationen haben. Die Presseabteilung von Pfizer kann es nicht sein. Pfizer hat doch den Übertragungsschutz nie untersucht, aus guten Gründen, wie man annehmen darf, und behauptet den auch nicht. Ja, und am 14. Juli setzt dann Coronadocs, in dem Fall wieder Autor, Autorin Iller, die Berichterstattung zu diesem Entscheid weiter fort. Es wird geschrieben hier, kognitive Infrastruktur und Covid-Zensur. Am Unabhängigkeitstag der USA hatte ein Richter in Louisiana in einer einstweiligen Verfügung Missouri gegen Biden erwirkt, dass die Kontakte der US-Bundesregierung mit Social-Media-Vertretern streng begrenzt werden müssen. Regelmäßige Kontakte hatten in den letzten 3 Jahren oder mehr dazu geführt, dass bestimmte Aussagen wie Kritik an den Impfungen bei Facebook, Twitter, YouTube etc. auf Wunsch der Regierung eingeschränkt oder gesperrt wurden. Ein Vorgehen der Beklagten gegen diese einstweilige Verfügung wurde angekündigt und bereits eingeleitet, doch noch gilt die Rechtsprechung vom 4. Juli. Nun wird in dem Corodoc-Beitrag ein Anwalt zitiert, Jeff Childers, der einen Blog betreibt oder ein Autor in einem Blog ist, Covey und Covid 2023, ein sehr ironischer Unterton, das werden wir gleich in der Übersetzung hören, die uns hier mitgeliefert wurde von Corodoc. Also der Anwalt Jeff Childers schrieb dazu. Es überrascht nicht, dass der Richter im Fall Missouri gegen Biden gestern den Antrag der Regierung abgelehnt hat, die einstweilige Verfügung auszusetzen, die ihr die Zensur von Amerikanern verbietet. Er ist vorsichtig, er tippte eine gut formulierten 13-seitigen Anordnung. In dieser neuen Anordnung zeigte Richter Dorty, dass die Regierung wahrscheinlich verlieren würde und führte Beispiele eindeutiger Zensur durch jede der folgenden Bundesbehörden an. Das Weiße Haus, den Surgeon General, also den US-Sanitätsinspekteur und seine Mitarbeiter, die CDC, das National Institute of Allergy and Infectious Diseases, das FBI, die Cyber Security und Infrastructure Security Agency und das Außenministerium. Das Fehlverhalten der Regierung war so weit verbreitet, dass man sich fragt, was die Bundesregierung während der Pandemie getan hat, abgesehen von der Zensur der Amerikaner. Manchmal reicht es aus, einen Satz in einem Beschluss zu lesen, um zu erkennen, welchen Weg das Gericht einschlagen will. Die Direktorin der Agentur für Cyber- und Infrastruktursicherheit, Jen Easterly, betrachtet das Wort Infrastruktur als Einschluss unserer kognitiven Infrastruktur, die sich mit der Art und Weise befasst, wie Menschen Wissen und Verständnis erwerben. Easterlys Bemerkung war nicht nur eine hingeworfene Zeile. CISA, diese Agentur, ist Teil der Heimatschutzbehörde, die für die kritische Infrastruktur des Landes zuständig ist. Easterly meinte, dass die kognitive Infrastruktur, unser kollektives Gehirn und die Gedanken darin Teil der kritischen Infrastruktur des Landes ist und daher der Aufsicht und Kontrolle durch Homeland Security unterliegt. Und Jeff Charles, der Anwalt, schreibt weiter, Orwell selbst hätte nie geglaubt, dass ein echter,
nicht gewählter, nicht rechenschaftspflichtiger Regierungsbeamter etwas derart Unheilvolles sagen würde. Während die Anwälte der Regierung im Fall Missouri gegen Biden damit beschäftigt waren, zu argumentieren, dass es keine Zensur gegeben habe, gab Mark Zuckerberg, CEO von Meta Facebook, kürzlich in einem Podcast-Interview direkt zu, dass die staatliche Zensur zu weit ging und das Vertrauen in die Institutionen untergrub. Ein Ausschnitt, Zitat, Zuckerberg: Es war keine Zeit, viele der wissenschaftlichen Annahmen zu überprüfen, und wissen Sie, leider glaube ich, dass viele der Institutionen also bei einer Reihe von Fakten irgendwie vernachlässigt wurden, und Sie wissen schon, ich habe darum gebeten, eine Reihe von Dingen zu zensieren, die sich im Nachhinein als umstrittener oder wahrer erwiesen haben, und das ist wirklich hart, nicht wahr, und untergräbt wirklich das Vertrauen. Zitat Zuckerberg, Ende. Ja, und Korodok nimmt noch einen Beitrag aus der Kommentarspalte des Wall Street Journal heraus. Covid censorship proved to be deadly. Ja, was die Folgen dieser systematischen Zensur waren, beschrieb das Wall Street Journal mit diesen Worten: Die Covid-Zensur erwies sich als tödlich. Regierung und Social-Media-Unternehmen arbeiteten zusammen, und Andersdenkende zu unterdrücken, zu Recht, die Recht hatten. Ein Beitrag von Brett Swanson vom 7. Juli. Und weiter heißt es im Wall Street Journal: Nach der Explosion der Raumfähre Challenger im Jahre 1986 wusste der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Physiker Richard Feynman, dass die Wahrheit sowohl den Fortschritt vorantreiben als auch die Trauer der Nation lindern würde. Zitat: Für eine erfolgreiche Technologie, sagt er, muss die Realität Vorrang vor der Öffentlichkeitsarbeit haben, denn die Natur lässt sich nicht täuschen. 3 Jahre lang verspottete die Öffentlichkeitsarbeit zur Pandemie die Natur und erzeugte Angst, Krankheit, Inflation und übermäßige Todesfälle, die über das hinausgingen, was das Virus verursachte. Die digitale Zensur verstärkte die Bemühungen, die Realität zu verbergen, doch die Realität kommt vor Gericht zum Tragen. Am 4. Juli untersagte der US-Bezirksrichter Terry Doughty vorübergehend zahlreichen Bundesbehörden und dem Weißen Haus die Zusammenarbeit mit Social-Media-Unternehmen und Drittgruppen zur Zensur von Reden. Die Entdeckung im Fall Missouri gegen Biden enthüllte die Beziehung zwischen Regierungsbehörden und Social-Media-Unternehmen und enthüllte eine zusätzliche Schicht von Universitätszentren und selbsternannten Desinformationswächtern und Faktenprüfern. Die Veröffentlichung einiger interner Twitter-Daten durch Elon Musk ergab, dass bis zu 80 Agenten des FBI in Social-Media-Unternehmen eingebunden waren. Die Agenten bekämpften größtenteils nicht den Terrorismus, sondern machten auf Fehldenken amerikanischer Bürger aufmerksam, darunter bedeutende Wissenschaftler, die andere Wege in der Covid-Politik vorschlugen. Die Ergebnisse dieser Beziehungen: Twitter hat den Stanford-Mediziner und Wissenschaftswissen- und Wirtschaftswissenschaftler Jay Bhattacharya auf die schwarze Liste gesetzt, weil er zeigte, dass Covid fast ausschließlich ältere Menschen bedrohte, was die Sichtbarkeit seiner Tweets erheblich beeinträchtigte. Als der Stanford-Experte für Gesundheitspolitik Scott Atlas begann, das Weiße Haus zu beraten, löschte YouTube sein bekanntes Video gegen Lockdowns. Twitter hatte Robert Malone, einen Pionier der mRNA-Impftechnologie, gesperrt, weil er auf die Gefahren der Impfstoffe aufmerksam machte. YouTube dämonisierte den Evolutionsbiologen Brad Weinstein, der vermutete, dass das Virus manipuliert sein könnte und Varianten prognostizierte, die sich dem Impfschutz entzogen. Und das sind nur einige Beispiele. Social-Media-Plattformen waren mächtige Werkzeuge für eine umfassende Zensur, aber sie agierten nicht allein.
medizinische Fakultäten, medizinische Gremien, wissenschaftliche Fachzeitschriften und alte Medien sangen aus demselben Gesangbuch. Legionen von Ärzten schwiegen, nachdem sie Zeuge der Dämonisierung ihrer Kollegen geworden waren, die die Covid-Orthodoxie in Frage stellten. Ein wenig Zensur führt dazu, dass die Leute aufpassen, was sie sagen. Millionen von Patienten und Bürgern wurden dadurch wichtige Erkenntnisse vorenthalten. Gesundheitsbehörden und Fernsehärzte beharrten darauf, dass junge Menschen gefährdet seien, verlangten von Kleinkindern das Tragen von Masken, schlossen Schulen, Strände und Parks und wollten nicht über eine entscheidende Kosten-Nutzen-Analyse nachdenken. Die Wirtschaft? Psychische Gesundheit? Nie davon gehört. Diese Experten bestritten die schützende Wirkung der wiederhergestellten Immunität, ein Phänomen, das uns seit der Pest von Athen im Jahre 430 vor Christus bekannt ist. Sie untersagten faktisch von der Food and Drug Administration zugelassene Generika wie Azithromycin und Ivermectin, die einkommensschwache Länder auf der ganzen Welt erfolgreich einsetzten. Sie haben die evolutionäre Dynamik der Massenimpfung während einer Pandemie nicht erkannt. Diese und andere Realitäten zu verbergen, ist im Internetzeitalter schwieriger geworden. Die Informationsexplosion hat es mehr Menschen ermöglicht, die Fehler von Beamten schnell zu erkennen und die Wahrheit zu erfahren. Dies hat das Verhältnis zwischen den Behörden und denen, die sie regierten, verändert. Die Verantwortlichen fühlen sich bedroht. Digitale Zensur ist ihre Antwort auf diese Autoritätskrise. Es stimmt. Fehlinformationen sind online weit verbreitet, aber vor dem Internet war es noch viel schlimmer, als Mythen jahrhundertelang bestehen konnten. Neue Technologien ermöglichen es uns, Daten schnell zusammenzustellen, Fehler zu korrigieren, Fakten zu finden und Unwahrheiten auszuräumen. Wissenschaft, unterstützt durch ein offenes Internet, ist der Prozess, durch den wir Fehlinformationen reduzieren und uns der Wahrheit nähern. Künstliche Intelligenz wird unsere Fähigkeit verbessern, Informationen zu sichten, zu analysieren, zu bearbeiten, zu authentifizieren und zu organisieren. Wenn Sie Aufrufe hören, die Kontrolle über KI zu lizenzieren oder zu zentralisieren, denken Sie an die Hybris der Covid-Zensur. Angriffe auf mich, sagte Dr. Anthony Fauci bekanntermaßen, Zitat, sind ehrlich gesagt Angriffe auf die Wissenschaft. Zitat Ende. Feynman, der Wissenschaftler, wäre entsetzt gewesen. Wissenschaft, bemerkte er weise, ist der Glaube an die Unwissenheit von Experten. Soweit dieser Kommentar aus dem Wall Street Journal. Tja. Und die Berichterstattung bei CoroDocs, CoronaDocs geht weiter. Am 15. Juli. Info aus der Kommentarleiste. Berufungsgericht hält Anordnung auf, die den Kontakt der beiden Administrationen mit Social Media und einschränkt. Associated Press berichtet. Ein Bundesberufungsgericht hat am Freitag die Anordnung einer unteren Instanz, die die Kommunikation von Beamten der Executive mit Social-Media-Unternehmen über kontroverse Online-Posts eingeschränkt, vorübergehend ausgesetzt. Die Anwälte der beiden Regierungen hatten das 5. US-Berufungsgericht in New Orleans gebeten, die am 4. Juli von US-Bezirksrichter Terry Doherty erlassene einstweilige Verfügung auszusetzen. Doherty selbst hatte einen Antrag auf Aussetzung der Verfügung in der Bundesberufungsphase abgelehnt. In der kurzen Verfügung des 5. Bundesberufungsgerichtes vom Freitag wird Doherty's Verfügung bis zur weiteren Anordnung des Gerichts ausgesetzt. Es wurde aufgefordert, dass die Argumente in diesem Fall im beschleunigten Verfahren vorgetragen werden. Ja, dazu Fortsetzung folgt. Social-Media-Zensur in Deutschland?
einfach undenkbar. Oder? Das sind so Sachen auf diesem Kanal, die ich hier mal zusammengestellt habe. Gut, Nachwort. Eine gewünschte und daher massiv verstärkte veröffentlichte Meinung kann, nein, wird zu einer öffentlichen Mehrheitsmeinung großer Teile der Gesellschaft führen. So ist es durch intensiven Einsatz verhaltenspsychologischer Manipulationstechniken, Nudging nennt man das ja auch, so ist es auch möglich, dass bis dato individuell erworbene Ansichten, Positionen und Überzeugungen zugunsten einer neu gebildeten Mehrheitsmeinung verändert werden. Nicht die Dinge selbst beunruhigen uns, sondern die Meinungen, die wir über diese Dinge haben. Epiktet, 1. Jahrhundert vor Christus. Wenn von der Regierung und oder den sie stützenden Medien gesagt wird, die meisten Experten und Wissenschaftler stimmen darin überein, dann wird ein überwiegender Teil der Menschen mit Sicherheit denken, dass deren Meinung vermutlich richtiger sein wird als eine, die nur von Einzelnen vorgebracht wird. Aber ist Irren nicht auch menschlich? Siehe Karl Popper, kritischer Rationalismus und Methode der Falsifikation. Tja, das waren die Beträge, welche die Bundesregierung für Aufklärungs- und Meinungskampagnen an Werbeagenturen gezahlt hat, eure Steuergelder. Also Verteilung auf die einzelnen Maßnahmen. Ich habe das mal in einer der letzten Staatskunde hieß der Beitrag in einer der letzten Ausgaben nochmal zusammengestellt, etwas ausführlicher. Hier rufe ich nochmal die Zahlen auf und auch was da so passiert ist im Gesundheitsministerium, verdreißigfacht Werbeausgaben sparen. Also nicht für medizinische Maßnahmen, sondern einfach für Kampagnen. Schaltkosten 500 Millionen im Zeitraum 2020 bis 2022. 500 Millionen. Und Influencer wurden für die Kampagnen eingespannt. Ich will es hier nochmal kurz nur andeuten. Lass dich impfen. Ja, das waren sie alle, die da mitgemacht haben und die sicherlich auch ein bisschen Geld gekriegt haben. Hier ist ja auch der Betrag zu sehen. Also kleine Beträge, aber immerhin. Es summiert sich auf 250 Millionen. Und, Millionen, denke ich doch, ja. Gut, Problem. Nur eine Geschichte für die gesamte Gesellschaft. Mit Vertrauensverlust, Misstrauen und Widerstand in den betreffenden Ländern war zu rechnen. Hat man diesen Bruch billigend in Kauf genommen? Denn die Folgen, AfD und so, sieht man hier und überall in den westlichen Demokratien. Was sind also Ziel, Sinn, Zweck von Projekten dieser Art? Ist KI die Antwort? Ja. Kaum Intelligenz. Vielen Dank. Wir gehen zu Bild, Frau Day. Verstehen Sie mich? Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Danke für die Ausführung, Professor Wähler. Ist das jetzt der Beginn der gefürchteten zweiten Welle? Können Sie das in dem Zusammenhang noch mal einschätzen? Und als Nachfrage dazu, sind die AHA-Regeln tatsächlich dann alles, was wir aus Ihrer Sicht brauchen? Oder empfehlen Sie da erneut weitere Einschränkungen in Deutschland? Ja, also wir wissen das natürlich nicht, ob das der Beginn einer möglichen zweiten Welle ist. Aber er kann es natürlich sein. Es würde ja mit steigenden Anzahlen, das wäre der Beginn, wenn man im Nachhinein drüber schaut. Ich bin nach wie vor optimistisch, dass wenn wir uns alle an diese AHA-Regeln halten, dass wir das verhindern können. Darum nochmal ganz klar mein Appell an uns alle.
Wir können das verhindern. Es liegt wirklich an uns, das zu tun. Das heißt also, diese Regeln, das ist auch nochmal eine gute Frage, Frau Dai, diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja, die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Abstand halten, Händehygiene und dort, wo wir Abstand nicht halten können, zusätzlich Alltagsmasken oder Mund-Nasen-Schutz tragen. Und das gilt für drinnen und draußen. Also das ist die Grundregel. Die dürfte und sollte niemand mehr in Frage stellen. Das sollten wir einfach so tun. Danke.